Also dass das immer wieder so durchkommt, wir würden die ja da im Stich lassen, wir müssten doch da in diesem Sinne patriotischer sein. Und ich meine, im Sinne von diesem, dass uns das vielleicht einmal noch tragen könnte oder greifen könnte, solche Dinge werden auf Kirchentagen zum Beispiel erörtert, dass man da quasi, wenn man jetzt gegen den Krieg spricht, im Grunde genommen ja unsere eigenen Leute da im Stich lassen würde. Wie würdest du da argumentieren? Okay, also zu diesem Thema Propaganda, nicht? Darum geht es ja auch, wie auf deine erste Rückfrage. In der Tat, natürlich gibt es Regierungspropaganda, und in der Tat kann es natürlich dazu führen, dass ein Volksentscheid in Anführungszeichen zu falschen Entscheidungen führt oder zu Entscheidungen, die man nicht gutiert. Nur der Punkt ist ja zum Beispiel bei den Bundestagsmandaten, die werden ja jedes Jahr oder Jahr für Jahr wieder neu verhandelt und verlängert. Das heißt, selbst solche Entscheidungen im Volksentscheid wären ja rückholbar. Aber wir sehen ja, im Parlament sind sie nicht rückholbar. Nicht? Wenn die einmal entschieden haben, die Bundeswehr geht nach Afghanistan, dann holen sie eben nicht wieder zurück. Von daher bin ich, selbst wenn Volksentscheide so ausgehen, wie man sich das nicht unbedingt wünscht, und der letzte in der Schweiz betreffend die Ausschaffung von kriminellen Ausländern war, fand ich nun auch nicht gerade prickelnd. Das sind sozusagen, man muss auch manchmal da Kröten schlucken. Nicht? Und aber ich halte es für besser revidierbar als das, was im Parlament passiert. Und würde von daher weiterhin dafür plädieren, tatsächlich diese alternative Volksentscheid zu realisieren. Punkt 2, diese Solidarität mit den Bundeswehrsoldaten. Das ist natürlich eine ganz üble Masche. Ich weiß ja nicht, wer von den Anwesenden vor 14 Tagen dieses perfide und subtile Propagandastück, das hätte aus der Werkstatt von Leni Riefenstahl stammen können, was im ZDF gesendet worden ist. Der Krieg bleibt. Und da wurden auf eine ganz üble Art und Weise die Soldaten, die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ausschließlich als Opfer dargestellt. Dann hat man noch zwei Kriegerwitwen rangeschafft und die Mutter eines getöteten Soldaten und dafür gesorgt, dass sie sich vor laufender Kamera bemühten, sozusagen den Tränen nahe dem Tod ihrer Liebsten noch irgendeinen Sinn beizumessen. Und dann endete das ganze Stück damit, dass man versucht hat, eben genau auf dieser Klaviatur zu spielen, so nach dem Motto, die Soldaten tun ihr Bestes, die wollten ja nur helfen. Ich frage mich, wenn man helfen will, ob man sich dann immer bis unter die Zähne bewaffnen muss und irgendjemandem seine Hilfe aufnötigen. Also die Absurdität dieser Argumentation springt ins Auge. Dazu hat man dann noch unseren Kriegsminister, wie gesagt, à la Riefenstahl, à la Bonheur, ins Bild gesetzt, so im Halbschatten, staatstragend, Bundesdienstflagge im Hintergrund. Und dann hat er da staatstragende Sätze von sich geben können, flankiert von zwei wissenschaftlichen Callboys, nämlich dem bekannten Herfried Münkler, nicht dem deutschen Gegenstück von Samuel Huntington, und von Markus Keim von der Stiftung Wissenschaftspolitik, dem Regierungs-Thinktanks, der die Kriegspolitik der Bundesregierung immer zu legitimieren hat, aus wissenschaftlicher Sicht. Also das ist nun ein klassisches Beispiel für Kriegspropaganda. Und man muss, um diese Frage jetzt zu beantworten, ganz deutlich machen, die Soldaten sind zum Teil Opfer, das ist richtig. Aber sie sind auch immer Täter. Und das unterscheidet sie kategorial von denen, die betroffen sind von kriegerischer Gewalt in der Zivilbevölkerung. Die sind nämlich immer nur eins, ausschließlich Opfer. Und diesen Unterschied, der darf nicht verwischt werden, das muss man deutlich machen. Die Soldaten, die nach Afghanistan gehen, wissen, was sie tun. Wir haben alle, es gehen ausschließlich Freiwillige dorthin, die unterschrieben haben, als sie sich bei der Bundeswehr beworben haben, dass sie bereit sind, in internationale Einsätze zu gehen. Und die Verantwortlichen sitzen in der Regierung, die sind zu adressieren, nicht die Soldaten. Im Sinne der Aufklärung hat vor einer Woche ein großer Antikriegskongress an der TU in Berlin stattgefunden. Und wir haben hier eine der Organisatorinnen, Julia Hillebrand. Und ich würde ganz gerne so ein Fazit mal hören und vielleicht auch, was sich da für prospektiv ergeben hat. Ihr werdet ja wahrscheinlich da eine Evaluation gemacht haben und auch diskutiert haben. Genau. Weil ja nur die wenigsten unter uns hier Bundestagsabgeordnete sind, möchte ich die Frage behandeln, wie können wir hier alle Friedensarbeit gestalten und wie sollen unsere Strategien für die nächste Zeit aussehen? Wie können wir neue Menschen für Proteste gegen Krieg gewinnen? Und weil ich studentische Aktivistin bin, vor allem möchte ich mich darauf konzentrieren, wie können wir junge Menschen gewinnen, Studierende, Schülerinnen, Auszubildende. Ja, wie Frau Schiffer schon angekündigt hat, haben wir letztes Wochenende in Berlin einen
großen Antikriegskongress organisiert, und zwar in einem Bündnis von den Studierenden der drei Berliner Universitäten und Akteuren, Personen aus der Friedensbewegung, für den wir wirklich monatelang uns intensiv vorbereitet haben und versucht haben, eben nicht nur ein inhaltlich sehr starkes Programm auf die Beine zu stellen, was ja bei den meisten Veranstaltungen der Friedensbewegung der Fall ist, sondern auch zu versuchen, irgendwie auf eine neue Art Menschen anzusprechen und Menschen zu mobilisieren. Man kann sagen, dass wir diesem Anspruch anfangs noch nicht wirklich gerecht geworden sind, denn unter dem Publikum waren weniger als 50% junge Menschen letztendlich dann da, und die meisten Leute, die da waren, waren eben schon aktive, und eigentlich haben wir nicht das erreicht, was wir wollten, nämlich neue Menschen mobilisieren, Menschen aufklären und überhaupt Menschen dazugewinnen. Ich würde das als Zeichen von einer momentan insgesamt schwachen Anziehungskraft von Friedensthemen sehen. Es lag sicherlich nicht nur an unserer schlechten Vorbereitung, und möchte gerne in zwei Punkten analysieren und Vorschläge machen, was wir in nächster Zeit ändern können an unseren Arbeitsweisen. Erstens kann man sicherlich sagen, dass die Friedensbewegung in Jugendverbänden kaum verankert ist und auch unter politisch aktiven Jugendlichen Friedensthemen kaum präsent sind. Vermutlich wird von da aus auch erst wirklich eine Aktivität, irgendeine Bewegung kommen, wenn sich die Lage in Afghanistan oder in anderen Kriegsschauplätzen dramatisch verschlimmert. Und diese Organisationen arbeiten so aktuell, so bewegungsnah, dass da vorher eigentlich auch nur wenig zu erwarten ist. Wir müssen aber ja trotzdem nicht jetzt darauf warten, dass erst ein Massenansturm von Jugendlichen wie im Bildungsstreik kommt, sondern können auch schon von uns aus versuchen, Menschen anzusprechen. Aber wie, das ist die Frage, die ich stellen möchte. Ich denke, die Stärke vieler Friedensgruppen ist ihre inhaltliche Tiefe, ihre Seriosität, aber genau das ist eben auch oft ihre Schwäche. Weil Menschen zum Beispiel mit anderen Bildungshintergründen, junge Menschen, dadurch kaum angesprochen werden. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie sieht eine Mobilisierung aus, die solche Menschen anspricht? Wir müssen uns explizit fragen, wen wollen wir erreichen mit einer bestimmten Kampagne, mit Protesten, und dann, wie sprechen wir diese Menschen an? Dazu ist zum Beispiel eine Mobilisierung über das Internet notwendig, dafür ist kreativeres, auffälligeres Layout, darüber müssen wir uns Gedanken machen, müssen vielleicht auch Texte in einfacherer Sprache publizieren, und da einfach Strategien ändern. Das können wir auch, ohne dass irgendwie jetzt wahnsinnig viele neue Menschen erstmal dabei sind. Darüber können sich ja auch langjährige Aktivisten Gedanken machen, wirklich. Zweitens ist aber sicherlich ein Punkt, man kann so viel Bildungsarbeit und so viel Aufklärung machen, wie man will. Die Menschen werden dann aktiv, wenn sie glauben, dass sie durch ihren Protest was verändern können. Das sieht man jetzt bei Stuttgart 21, das sieht man in Gorleben. Und sie werden dann aktiv, wenn sie glauben, dass ihr Alltagsleben betroffen ist, dass irgendwie sich was bei ihnen verändert, was sie so nicht wollen und worüber sie keine Kontrolle haben. Bei außenpolitischen Themen ist aber generell das Problem, dass man sich machtlos fühlt, dass die Zusammenhänge so groß sind, dass man das Gefühl hat, man kann eben wirklich nicht so viel erreichen. Und ich denke, wir müssen es schaffen, den Menschen das Gefühl zurückzugeben, dass sie Kontrolle haben, dass sie was erreichen können. Und das ist zum Beispiel eher durch kreative, dezentrale Aktionen möglich, wo man in seiner Stadt irgendwie auf dem Marktplatz eine kleine Aktion macht, vielleicht verknüpft mit Aktionen des zivilen Ungehorsams, die immer Menschen das Gefühl geben, wir können durch Protest was verändern, und die auch bei kleinen Teilnehmerzahlen große Aufmerksamkeit erreichen. Ich denke also, wir müssen eher weg von traditionellen Demonstrationen, wir müssen hin zu kreativen, neuen Aktionsformen. Aktionen, die eben auch mal Spaß machen können. Diese Aktionen, denke ich, und unsere generelle Arbeit sollte sich an konkreten, an aktuellen Themen aufhängen, wie zum Beispiel an den Universitäten, die Einführung von Zivilklauseln, wie der Protest gegen lokale Militärbasen etc. Und da können wir dann auch
das ganze Wissen, die ganzen, die jahrzehntelang erworbenen Hintergründe, die unsere Stärke in der Friedensbewegung sind, mit einbringen. Aber es reicht eben nicht einfach, immer weiter zu publizieren und unser Wissen zu vergrößern, es aber nicht schaffen, es nicht zu vermitteln. Ich denke, da sind ein paar wichtige und konkrete Punkte benannt worden. Das hat sich ja auch in euer Programm niedergeschlagen, nämlich am Abend die Berliner Kompanie einzuladen und auch im Sinne von also Kunst schaffen, mit diesem Thema umzugehen. Und solche, vielleicht können wir nachher im Gespräch noch ein paar Beispiele für solche kleineren Aktionsformen, zivilen Ungehorsams oder eben auch in künstlerischer Art und Weise. Ich habe da mal was auf dem Alex gesehen. Das hat dann eine große Menschengruppe angezogen, solche Dinge. Und da sind viele diskutierende Menschen nachher weggegangen. Das ist vielleicht auch manchmal so ein Ziel, auch einfach Fragen aufzuwerfen, anstatt Antworten zu geben. Aber jetzt wollen wir noch antworten und deswegen, daran schließt sich gut an, Horst Schmidt-Henner, was zu tun ist. Ja, ich fürchte, dass ich da auch nicht sehr viel Neues beitragen kann, wenn es um die Aufgaben der Friedensbewegung und der Politik geht. Ich will reden über die Aufgaben der Friedensbewegung, weil wir in der Politik keine Verbündeten haben, wenn es um die Abschaffung der Krise geht, der Kriege geht, sondern dass wir in der Politik, in der politischen Elite, ausgenommen die Linke, im Grunde genommen das Problem haben. Das sind diejenigen, die die Kriege halt verschärfen und halt eben weiter vorbereiten. Und von daher bleibt, glaube ich, die Aufgabe der Friedensbewegung, die Kernarbeit der Aufklärung in der Zivilgesellschaft zu machen, um dort Mehrheiten zu kriegen, die Druck auf die Politik halt eben ausübt. Und wir alle wissen, Politik kann über bestimmte Zeiten, zeigt sich auch in der Bundesrepublik, an anderen Beispielen als an der Friedenspolitik, Stichworte, Sparpaket, Gesundheitspolitik und so weiter und so fort, über Zeiten hinweg gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung artikuliert, in der Zivilgesellschaft regieren, aber eben nicht auf Dauer. Sondern irgendwann kommen Zeitpunkte, wie zum Beispiel Stuttgart 21, wo der Druck, der im Kessel ist, sich ein Ventil sucht und dann platzt was. Sowas kann auch mit Castor-Transporten halt eben passieren und so etwas kann, glaube ich, auch passieren damit, dass wenn der Druck halt groß genug ist, dass es dann auch für die Politik nicht mehr möglich ist, an uns halt eben vorbeizugehen. Ich sehe für diese Aufgabe, jetzt in der Zivilgesellschaft tätig zu sein, drei Bereiche, auf die ich eingehen will, über die wir nachdenken könnten. Und da würde ich bei Julia anknüpfen wollen. Es ist richtig, dass viele sagen oder viele nicht engagiert sind, weil sie nicht mehr einsehen, wieso ein Engagement die Politik überhaupt verändert und was sie für eine Chance haben, da etwas zu verändern. Aber wenn man an dieser Situation etwas verändern will, dann geht es auch nicht nur darum, dass man irgendwelche Aktionsformen anbietet, sondern dann geht es auch darum, dass man auf die Probleme eingehen muss, dass man das Wissen über die Bedingungen, warum Kriege stattfinden und so weiter und so fort, in der Gesellschaft schon versuchen muss zu verbreiten. Weil ich glaube schon, dass die Einsicht in solche Zusammenhänge auch eine Voraussetzung dafür ist, dass man bereit ist, auf die Straße zu gehen. Also, ich sage, wir müssen die Kernarbeit dieser Aufklärungsarbeit oder dieser Agitation halt eben weiterführen. Und da stehen für mich drei Gegenstände eigentlich im Vordergrund. Erstens wäre zu vermitteln, dass gegen den Krieg oder gegen kriegerische Handlungen einzutreten eigentlich heißt, dass man für gerechtere soziale Verhältnisse in der Welt eintreten muss. Weil die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Bürgerkriege, die stattfinden, sind zunächst einmal auch Kriege, die stattfinden vor dem Hintergrund,
dass wir in dieser Welt zwischen den reichen Ländern